So, es geht weiter bei. Ja, es geht weiter bei Fallout 3 und ihr glaubt nicht, was ich gerade. Willkommen im Tenpenny Tower. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Die Rüstung ist ja aber verdammt genial. Ja, und was ich gerade erschreckend festgestellt habe, ich habe tatsächlich schon 44 Orte entdeckt. Ist auch schon ordentlich viel. Wenn man sich das mal anguckt, das ist schon ordentlich viel. Wir haben hier aber noch eine Menge Flächen, wo wir noch gar nichts entdeckt haben. Gar nichts. Also da muss wirklich noch einiges gefunden werden. Etwas wundert mich leicht, nämlich dass die Add-on-Stationen nicht da sind. Irgendwie verstehe ich nicht ganz, warum die Add-ons nicht da sind. Vorsicht, bitte. Ich hoffe, das wird funktionieren irgendwie. Und dass es halt nur daran liegt, dass ich jetzt vielleicht ein zu niedriges Level habe oder so. Aber das hat mich letztens ein bisschen gewundert. Ich hoffe, ich habe das von Einstellungen her alles richtig. Auf jeden Fall, warum sind keine Add-ons da? Ich verstehe es nicht. Macht ihr die Schießübungen? Hallo, ich bin im Dienst. Kann Darf Ihnen ich auch mal? zum Sicherheitsbereich direkt beim Chief Gustavo richten. Boah, ich dachte schon, der schießt auf uns. Das hätte jetzt noch gefehlt. Wo geht das denn hin? Metrozugang und Generator erfordert Schlüssel. Das sieht schon eindrucksvoll aus. Sehr cool, dass hier mit diesen Metallsäulen beigeflickt wurde. Weil ganz unberührt wäre es ja doch schon ein bisschen unrealistisch. Naja, wir gehen mal rein. Wir sind nicht umsonst jetzt hier hingegangen. Wer bist du denn? Dr. Hallo, ich Benfield? bin nicht im Dienst. Kommen Sie später. Ach, was zum Teufel? Bringen wir es hinter uns. Ich bin Dr. Banfield. Was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von Alistair Tenpenny. Er ist der Vermieter und wir bekommen ihn fast nie zu Gesicht. Musste ihn mal wegen wundgelegener Stellen behandeln, wenn Sie wissen, was ich meine. Warten Sie, erzählen Sie ihm bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Also ist Tenpenny ein fauler Dreckskerl. Ja, okay, ansonsten ein ganz normaler Kerl. Ein normaler Arzt, meine ich. Wie ist das Leben im Tenpenny Tower? Die Leute hier sind gesund. Sie essen gut und haben ein festes Dach über dem Kopf. Es ist sicher schön, wenn die Patienten ihre Rechnung zahlen können, was? Was wollen Sie damit andeuten? Ist es etwa ein Verbrechen, für Geld zu arbeiten? Ich muss übrigens auch Miete in Tenpenny zahlen, wissen Sie? In einer perfekten Welt wäre die medizinische Versorgung umsonst. Im Ödland da draußen haben Sie aber sicher bemerkt, dass sie nicht perfekt ist. Nehmen Sie nur mal die Gule, die Tenpenny hier nicht reinlässt. Klar ist das traurig, aber durch diese Entscheidung sind die Leute hier auch sicher. Ich knall die Gule erst ab und stelle erst dann Fragen. Gut, dass diese Wände so hoch sind. Sicher, sie sehen seltsam aus, aber sie sind kein krankes Ungeziefer. Ja, das stimmt. Nun, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir noch nie einen Ghoul aus der Nähe angesehen. Sie haben recht. Ich sollte keine Mutmaßungen anstellen. Oh ja, wissen Sie viel über diese Gule? Eine derzeitige Theorie ist, dass die Ghule durch ihre destruktive Krankheit früher oder später alle in blindwütige Killer verwandeln werden. In Ödland Zombies mit einer Vorliebe für rohes Menschenfleisch. Sie können nicht geheilt werden. Auch gibt es nichts, um ihre Symptome zu lindern. Alles in allem sehr traurig. Aha, ich kann mich um dieses Problem kümmern, ein für alle Mal. Nehme mal nicht an, dass Sie die Ghule aus Ihrer kleinen Theorie befre Nehme mal nicht an, dass Sie die Ghule zu Ihrer kleinen Theorie befragt haben. Ja. Ja, das stimmt wohl. Nicht wirklich. Aber meine Kollegen haben diesbezügliche Referate gehalten. Schätze, jemand sollte die Ergebnisse mal überprüfen. Vielleicht mache ich das. Wer weiß. Vielleicht komme ich so endlich groß raus. Auch ein machtgieriger Mistkerl. Aber okay. Sharon, wirst du mal kaltblütig? Wirst du kaltblütig? Ich hab dich wa. What the. Okay. Ich hab dich was gefragt. Nein,
Ich bin, es ist blöd, dass der jetzt eine böse Rüstung anhat. Ich bin sehr davon überzeugt, dass diese guten Ghule niemals kaltblütig werden. Übrigens sehr lustig, dass unser guter Sharon hier rein darf, der ja auch ein Ghul ist. Naja, Foyer des Tenpenny Towers. Hier wollen wir hin. Also warum werden die Addons nicht geladen? Das, wo man sieht seine Wirbelsäule. Okay, hier läuft sogar Musik und wow. Wow, wow. Okay, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Strom haben die hier wirklich genug, die feinen Herren, die sich die Miete leisten können. Ach, okay, die sind alle im Bettchen. Nee, um ehrlich zu sein, habe ich keine Lust, Karma zu verlieren. Das ist mir das Geld nicht wert und es geht momentan ziemlich gut. Wen haben wir denn hier? Hallo. Tiffany Cheng. Mein Name ist Tiffany Cheng. Mein armseliges Würstchen von einem Ehemann ist Genosse Irving Cheng. Erzählen Sie ihm ruhig, dass ich das gesagt habe. Sie lassen sich ganz schön was gefallen von Ihrem Mann, was? Sollte eine Frau ihrem Mann nicht ehren und ihm gehorchen? Ja, von wegen. Was auch immer. Ja, Sie lassen sich ganz schön was gefallen. Wussten Sie, dass er versucht hat, ein Komitee zu gründen? Zur Erörterung der Ghoul-Lage? Ein Komitee? Und natürlich ist er der Vorsitzende. Wir brauchen jemanden, der endlich mal was tut und nicht nur große Reden schwingt. Sie wissen nicht zufällig über Ghule Bescheid, oder? Ich nehme es mit dem Rudel von Ghulen auf, ohne auch nur ansatzweise zu schwitzen. Ich hatte es schon mit genug Ghulen zu tun. Ich will keinen mehr sehen. Keine Sorge wegen dieser Ghule. Leichter gesagt als getan. Manchmal habe ich deswegen Albträume. Wissen Sie irgendwas über diese Ghule? Sie leben in Tunneln, nicht weit von hier. Sie machen mir wirklich Angst. Warum tut denn niemand was? Was haben die denn gegen die Ghule? Ich werde mich um dieses Problem kümmern. Es ist ganz natürlich, sich vor dem Unbekannten zu fürchten, was auch immer. Ja, es ist normal, sich vor Unbekannten zu fürchten. Mag sein. Aber ich ziehe es vor, meine Albträume in der Fantasiewelt zu belassen, anstatt in der Realität mein Glück zu versuchen. Danke sehr. Blöde Kuh, Naja. Wer bist du? Shakes? Willkommen zur Föderalisten-Lounge. Ich bin Shakes. Lust auf etwas Feuchtes für die Kehle? Ich hasse Robert. Ich hätte gerne einen Drink, mein Freund. Schweigen. Ich verstehe, Sir. In Ordnung. Darf ich Ihnen einen Drink einschenken? Sie wissen nicht zufällig etwas über diese Ghule, die hier rein wollen, oder? Machen Sie sich deswegen mal keine Sorgen. Lust auf einen Drink? Alter Schwede. Sharon, komm, wir verziehen hier. Ziemlich durchgeknallt. Ach, okay, hier sind einige Bewohner. Wer bist du denn? Willkommen im Tenpenny Tower. Ach so, okay. Einfach nur NPCs, die keinerlei interessante Charaktere darstellen. Vorsicht, bitte. Ja, wenn es jetzt alles hier so tot bleibt, gehen wir auf jeden Fall hoch zu Tenpenny. Die Geschäfte scheinen ja tot zu sein. Wortwörtlich. Ja, wir sind echt ein Stylist, ey. Gott, sieht das schrecklich aus. Naja, wir sehen uns ja Gott sei Dank nur in der Ego-Perspektive. So, wir gehen mal hier hoch. Niemand hier. Okay, das scheint das Labor bzw. das Schlafzimmer vom guten Doktor zu sein. Oder von irgendeinem kranken Psychiater. Psychiater. Psycho, der hier die Leute heimlich alle abschnetzelt. Oh, hier liegt jemand. Lydia Montenegro. Lydia aus Skyrim. Ich bin Lydia Montenegro. Sicher haben Sie von meinem Laden Boutique Le Chic gehört. Nein? Sie verkehren offenbar nicht in den richtigen Kreisen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Reden. Besuchen Sie mich während der Geschäftszeiten in meiner Boutique. Boutique Le Chic und dann so ein Dreckskleid tragen. Du mich auch, ey. Und dann so einen zerstörten Schrank da stehen haben. Und nicht mal, obwohl hier so Kronleuchter mit Glas hängen, nicht mal eine ordentliche Schranktür reinmachen. Anthony Ling. Hallo. Diese Klamotten sind entsetzlich. Sie sollten mal meinen Laden, den New Urban Apparel, besuchen und sich etwas Fabelhaftes gönnen. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Das sind wirklich schöne Klamotten, die der da anhat. Verhältnismäßig für die damalige Zeit. Machen Sie sich Sorgen um diese Ghule? Man hat ihnen zwar gesagt, dass sie hier nicht leben dürfen, aber diese Zombies sind einfach zu blöd, um das zu kapieren.
Sie leben im eigenen Dreck in den Metrotunneln, nicht weit von hier. Der Sicherheitsdienst schießt zwar auf Sie, aber Sie kommen trotzdem wieder. Ich werde dafür sorgen, dass die hier reinkommen, das verspreche ich. Vielleicht kann ich das Problem lösen. Ich werde Ihnen sagen, dass Sie hier, sich hier um nichts Sorgen machen müssen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht kann ich das Problem lösen. Sie können es gerne versuchen. Reden Sie mit Chief Gustavo. Wie ist es so, das Leben im Tenpenny Tower? Nur die, die das Leben hier verdient haben, können es sich leisten. Und ich sage Ihnen eins. Das Leben hier hat Stil. Naja. Mir ist aufgefallen, dass die Lebensqualität hier ziemlich hoch ist, oder? Und das haben Sie mir zu verdanken. Ich führe die Gemeinschaft zu allen fantastischen Errungenschaften. Ich verrate Ihnen gleich mal, was hier nie in Mode kommen wird. Widerliche Ghule, die mit ihren verwesenden Patschern alles angrapschen. Warte ab. Der einzig richtige Platz für einen Ghul ist das Ende eines Stricks. Den meisten Ghulen könnte etwas Make-up nicht schaden, habe ich recht? Was haben Sie eigentlich gegen Ghule? Ghule ist eine gute Frage. Was für eine dumme Frage. Ich mag keine Ghule, weil sie eben Ghule sind. Sowas habe ich natürlich erwartet. Erzählen Sie mir von Alistair Tenpenny. Ein gut gekleideter Herr, wenn er sich denn mal die Mühe macht, sich anzuziehen. Er verlässt so gut wie nie seine Penthouse-Suite. Ich muss los. Auf Wiedersehen. Boah, mich kotzen die Bewohner hier so etwas von an, ey. Dieser dreckige Oberschnitt von Bürgern. Naja. Ich laufe jetzt zu Tenpenny. Tenpenny-Suiten. Hallo. Hallöchen. Hallo. Foyer des Tenpenny. Ah, okay. Ja, hallo. Freut mich auch. Briefkasten. Hallo. Herbert Daring Dashwood. Herbert Dashwood. Verdammt nett, Sie kennenzulernen. Nennen Sie mich Daring. Macht hier sowieso jeder. Ist das... Genau. Ist das nicht der von den Plakaten mit dem Affen? Ich bin mir unsicher. Daring der Mutige. Wette, Sie wussten... Sie mussten sich diesen Nicknamen verdienen. Daring. Herbert Daring. Sollen Sie nicht einfach schlafen oder so? Schweigen. Ja, Sie mussten sich den Nicknamen verdienen. Kennen Sie das GNR Radiohörspiel? Die Abenteuer des Herbert Daring Dashwood? Da geht's um mich. Ja, meine früheren Jahre. Ich hatte sogar mal einen Ghoul-Diener. Sagen Sie, haben Sie schon mal einen Ghoul kennengelernt? Ja. Die Musik im Hintergrund ist extrem gefährlich, Leute. Deshalb mache ich jetzt hier einen Schnitt und... Ja, wie soll ich das jetzt machen? Wenn ich Musik runterdrehe, was passiert denn dann? Das ist trotzdem an. Das ist so unverschämt gemacht von den Machern. Man kann wirklich dieses Radio nicht ausblenden. Gar nicht. Ich finde es wirklich... Ich habe so Angst, dass es nachher Copyright-Probleme gibt, das Spiel. Da kann ich mich auch Radio anmachen, weil es gibt sowieso keinen Unterschied. Ah, es ist so unglaublich. Naja, ich werde jetzt einfach ein bisschen viel reden, damit das übertönt wird. Klar kenne ich eine Menge Ghule, habe auch schon einige umgelegt. Was mich noch mehr nervt als Ghule, sind alte Knacker, die mir Befehle erteilen. Das ist gut. Klar habe ich Ghule getroffen, sie versuchen auch nur über die Runden zu kommen, das stimmt. Ah, Sie haben in Ihren jungen Jahren offenbar auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Glückwunsch. Ich muss los. Ja. Meine Güte, das ist richtig gefährlich. Da muss man immer gut aufpassen in diesem Spiel. Dashwood Safe erfordert Schlüssel. Grabsteine. Was ist das denn für ein kranker Kerl? Der hat hier übelst viel. Ich habe nichts gemacht. Mal wieder auf Abenteuerreise gewesen? Ja. Und was war mit Galaxy News Radio? Ich wette, Sie wissen ein paar Dinge über diese Ghule. In den Metro-Tunnels nicht weit von hier leben ein paar Ghule. Viele sind wild, aber eine Handvoll von ihnen scheint recht kontaktfreudig zu sein. Ich habe versucht, meinen Mitmenschen zu erklären, dass nicht alle Ghule Monster sind, aber das scheint sie nicht zu interessieren. Die intelligenten Ghule sollten unseren schießwütigen Beschützern fernbleiben.
Wenn aber viele Wilde dabei sind, können sie die Wache überwältigen. Okay, überlassen Sie das lieber jungen Leuten, alter Hase. Klar, mir egal, ich kann mich um diese Gulan-Gelegenheiten kümmern. Kein Problem. Aha, noch so ein Abenteurer wie ich. Wenn ich nicht schon im Ruhestand wäre, würde ich Ihnen glatt Gesellschaft leisten. Wie ist es so, das Leben in Tenpenny Tower? Nun, bis vor kurzem bestand die einzige Gefahr in dieser feinen Einrichtung darin, mit vielen anderen aufgeblasenen Egos zusammenzustoßen. Aber jetzt lebt hier eine Gruppe Ghule. Ich wollte den Leuten erklären, dass nicht alle Ghule Menschenfresser sind, auch wenn einige sicher dazugehören. Man kann sie nur schwer auseinanderhalten. Chief Gustavus Befehl ist daher zuerst schießen, dann fragen. Wenn sie clever sind, bleiben sie unter sich. Ja, das kennen wir schon, nur ein bisschen anders ausgedrückt. Ja, was war mit GNR? Das müssen wir nicht hören. Ich muss los. Na, dann nichts wie los. Ja, ja. Okay. Nicht allzu interessantes. Tenpenny Einwohner. Hier haben wir natürlich dann die ganzen Suiten. Also wirklich, Edgar. Zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Ah. Essenszeit. Nee. Tut mir leid, Leute. Mit denen reden wir später. Ne, wir müssen zum Aufzug. Hier geht's. Was war das denn für Klauen hier? Verbrannte Bücherklauen. Hallo. Susan Lancaster. Wen haben wir denn hier? Darf ich mich vorstellen? Ich bin Susan Lancaster. Vielleicht lernen wir uns ja bald noch näher kennen. Oh mein Gott, ich glaube, die sucht. Naja. Und ob, ich lerne gerne neue Leute kennen. Ich habe gerade zu tun. Vielleicht können wir uns später unterhalten. Wir schweigen mal. Eher der starke, ruhige Typ, was? Was für ein Glück. Jemals einem Ghoul begegnet? Gewalt ist kein Fremdwort für mich, falls Sie das meinen. Ich bin eigentlich kein großer Freund der Ghule. Ghule sind nicht so übel, wenn man sie etwas besser kennengelernt hat. Na schön, ich dachte, Sie wären ein echter Mann. Aber Sie sind nur ein ängstlicher kleiner Junge. Tschüss. Bis später dann. Das muss ich mir nicht anhören. Das recht nicht von so einer Schnepfe. So. Wo zum Teufel? Schnepfe ist übrigens keine Beleidigung, ein Vogel heißt Schnepfe. Wo zum Teufel ist der Aufzug nach Tenpenny? Bestimmt hier, oder? Penthouse Suiten. Hab ich mir doch schon gedacht. Mr. Tenpenny empfängt keine Besucher. Sprache 100. Ich will mit Tenpenny sprechen, das hätten Sie aber auch selbst wissen können. Wissen Sie, wann ich mit Mr. Tenpenny sprechen kann? Dann komme ich eben später wieder. Ja, wir nutzen Sprache natürlich. Einen Moment. Okay, ich lasse Sie rein. Aber wenn Tenpenny ausrastet, weil er Sie nicht erwartet hat, sind Sie dran. Ach, wird schon schief gehen. Dankeschön. Okay, ein paar Blümchen. Ist das hier Tenpennys Penthouse? Tenpenny's Whisky, Tenpenny's. Ja, wir haben genug Karma, das können wir uns leisten. Oder? Können wir uns das leisten? Wir gucken mal eben. Status. Minus 4. Sehr gut. World Legende, also wir haben gutes Karma. Gelesene Bücher 32. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Wir müssen hier wieder ins Inventar. Gegenstände, Hilfe, Geschichten eines Dörrfleischverkäufers haben wir auch noch. Und Lügen wie im Kongress. So. Und denkt dran, wir müssen unbedingt unsere Fähigkeiten auf... Wir haben bald wieder Level Up auf Dietrich setzen. Tenpenny Tower, das müsste genau der Wahnsinnsausblick sein. Da ist das Washington Monument. Holy Macker. What the hell? Guckt euch an. Das müsste das Robco-Werk sein. Holy shit, ist das krass. Und alles flüssig mit 30 FPS. Ich bin echt begeistert von meiner neuen Grafikkarte. Da werden wir auf jeden Fall mal hingehen. Das sieht interessant aus. Ansonsten sieht es ja alles nach reinem Ödland aus, wenn ich das so beurteilen müsste. Also hier wirkt ja wirklich alles tot und tot und tot. Ah, da ist auch schon das Ende der Map da bei der Mauer.
Und da ist ja schon Washington DC. Okay, wir gehen mal zu Tenpenny. Schön, Sie zu sehen. Weitermachen. Wir setzen uns in den Sessel und reden mit ihm. Ach nein, ein Besucher. Ich bekomme nur selten Besuch, was eine leidige Schande ist, weil ich mich gewöhnlich erbarmungslos zu Tode langweile. Alle diese vermaledeiten Leute tun so, als ob ich aus Glas wäre und jeden Moment zerbrechen könnte. Es erstaunt mich, dass man sie hereingelassen hat. Und wie gefällt Ihnen mein schöner Turm hier? Er ist das Juwel des Ödlandes, finden Sie nicht? Ich wage zu sagen, dass ich recht stolz auf mich bin. Man muss natürlich sagen, Megaton ist an sich ja auch eine Stadt, die sich aber selbst trägt. Das hier wird ja ein bisschen von ihm getragen. Megaton ist also wirtschaftlich, wie ich finde, ein bisschen beeindruckender als Tenpenny Tower, weil das einfach nur von diesem einen Mann hier getragen wird, wenn dessen Megaton ja quasi mit dem Sheriff und mit diesen Wachen ein eigenes... Wirklich, ich bin überaus beeindruckt. Sie haben den Turm nicht gebaut, sondern nur gefunden und sie sind dann eingezogen. Das ist okay hier. Ja, wir schleimen uns mal was ein. Beeindruckend ist es ja wirklich. Ja, als ich diesen Ort am Horizont erblickte, wusste ich, was zu tun war. Ich heuerte kräftige Leute an und ließ alles schnell auf Vordermann bringen. Ich hatte das große Glück, Mr. Burke zu treffen, eine Seele von einem Menschen. Er schafft es irgendwie, das zu tun, was getan werden muss. Dann ging es nur noch darum, die richtigen Mieter mit den richtigen Besitztümern zu finden. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Erzählen Sie mir mehr von sich, Mr. Tenpenny. Es ist unhöflich für einen Gentleman, über sich selbst zu reden. Aber ich hoffe, dieser prächtige Turm spricht Bände. Na, toll. Das ist ein ganz schön großer Turm, den Sie hier haben, Mr. Tenpenny. Einige würden sagen, dass Tenpenny Tower die Krönung ist, aber nein. Nein, nein. Mein lieber Junge, das ist erst der Anfang. Okay. Ja, ich muss los. Alles klar, dann mal los. Okay, ich dachte eigentlich, wir könnten mit dem über das Ghoul-Problem reden. Dem war nicht so. Das heißt, wir reisen mal zum Tenpenny Tower. Mach mal auf hier. Warten Sie eine Sekunde und machen Sie keinen Aufstand. Na doch, gleich mache ich Aufstand. Mit wem müssen wir denn reden, wenn es darum geht? Sicherheitswachmann. Mit dir? Sicherheitswachmann. Das heißt, diesen No-Name-Typen. Wieder ins Foyer. Ach, mit dem hier müssen wir bestimmt reden. Mit dem hier am Schalter. Hey ho.